In H2. 11 Tier-Rate, 4 Damage, 25 Münzen und die Pike-Axe. Die ab und zu gar nicht schlecht ist. Und das Sun. Und einen geilen Schnurrbart haben wir, ne? Okay. Na, legen wir los, würde ich sagen. 3 Herzchen ist auch gut. Bis am Anfang, oder ich bin ja immer sehr panisch. Wenn es nur ein Herzchen ist, bin ich sehr, sehr panisch. Das auch noch, keine Ahnung, nach 1800, 500, 600, ich weiß nicht, wie viele Stunden Isaac. Du hast den Bart schon gewonnen, ja? Stimmt. Auch wenn ich verliere, ne? Ich hab gewonnen. Hab da hinten ja eine Batterie. Viel Erfolg dafür, bin mal weg. Man hört sich. Definitiv, Kili. Spätestens Samstag. Nee, morgen wahrscheinlich, ne? Dark Souls. Letzten zwei Bossies. Wünsche dir eine gute Nacht, Kili. Okay, hier kann ich mir ein Herz kaufen und eine Bombe kaufe ich mir jetzt direkt. Die interessieren mich jetzt eigentlich beide nicht wirklich. Dieser Crocked Penny, so ein random Dings, ne, 50-50 Chance. Das nervt mich immer sowas. Ich will Kontinuität. Kein YOLO. Zumindest meistens nicht. Wir bekommen. Okay, das ist okay. Eigentlich ganz gut Schaden, das Gift anscheinend, ne? Ja, das ist auch ganz nice in Kombination mit der Pike Axe. Oh, das ist super hier. Ey, das ist Bullshit. So, komm, gib mir noch was um die. Oh, jetzt muss ich echt nochmal hinten das Ding holen. Das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen hier. Können wir aber nach dem Boss machen, dann können wir es wirklich machen. Dann können wir es auch hier beide wegmachen. Bei Kleiner, wünsche dir auch eine gute Nacht. Dankeschön. Gehen wir erst zum Boss, ne? Okay, Monster in der Mini. Kann ich Bosse vergiften? Ich kann sogar Bosse vergiften, das ist ja cool. Aber nur kurz. Oh. Warum macht er ein ganzes Herzschaden, wenn er trifft? Das war so eine dicke Träne. Liegt das da dran? Gibt es dicke Tränen, die machen Einheitsschaden? Keine Ahnung. Tschüss. Ja, optimal. So, jetzt holen wir so ein bisschen Geld. Das ist halt einfach geil, ne? So schnell hat man 100 Münzen zusammen. Hat sich auch schon gewundert, warum es dann plötzlich Einheitsschaden gibt, ne? Komisch, war ja ganz normale Tier, oder? Können wir mit der Pike-Axe hier irgendwas machen? Schau mal. Judgment. Warte mal.
Oh, komm, machen wir. Vielleicht kriegen wir noch was. Na, ja, vielleicht gibt's Doppelte. Mal gucken. Dann spenden wir auch mal. Ah, das war's schon. Danke. Echt geile Kombi mit der Pike-Axe. Ja, mal, zum Glück gab's Minecraft. Oder gibt's Minecraft. Ansonsten wäre diese Axt wahrscheinlich nie in dieses Spiel gekommen, ne? Coole Ebene. Okay, sieht gut aus. Oh, jetzt wird's hart. Hochlebe Minecraft. Ja, schlecht ist ja nicht, ne? Also, muss man echt sagen, ist ja schon ein geiles Konzept. Und sehr kreativ, das Ganze. Dementsprechend finde ich Minecraft gar nicht schlecht. Ich spiele zwar selbst nicht, aber... Das war schlecht. Okay. Guck mal, haben wir ein Glück. Hey, Grafis, obwohl man gewöhnt sich auch dran. Ich habe Minecraft Hexit mal gespielt, das war schon ganz nice. Das hat richtig Fun gemacht. Und Tekkit habe ich gespielt. Das hat schon Spaß gemacht. Da war die Grafik irgendwann scheißegal, ne? Klar, ist halt... Es ist, wie es ist, ne? Weiß ja jeder, kennt jeder. Brauchen wir nicht drüber reden, groß Minecraft. Oh, da ist so ein Mini-Ding. Die übersieht man gerne mal. Ich find's echt okay, das Spiel. Mir hat das auch damals Spaß gemacht, aber so reines Aufbauen oder da, keine Ahnung, ist halt nicht meins. So, nur für die 99 Münzen, ne? Waren wir schon im Shop hier? Nein, okay. Shop freue ich mich. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, ich keinen Schlüssel. Danke. Ja. Man brauche ich nicht mit meiner Kombi. Das Ding brauche ich eigentlich auch nicht. Gibt ja auch Texture Packs, ja, das stimmt, aber die machen es jetzt auch nicht so hübsch, ne? Wie man das halt kennt. Ja, von normalen Computerspielen, sag ich mal. Klar, aber darum geht's ja auch nicht in dem Spiel, ne? Kann man die komplett vergiften hier? Oh, nice. Oh, ich bin nicht doch dran gerannt. Nur einmal anscheinend, ne? Die Bosse. Ah, ne, nach einer gewissen Zeit, das ist ja cool. Ranger, das haben wir. Oh, wir haben jetzt schon Mother. Okay, und der Inkubus. Und GG, ne?
Vielleicht gibt es ja wirklich schnell einen Run. Ja, dazu muss halt noch ein bisschen mehr von irgendwas herkommen. Mit einem Asa? Was ist ein Asa? Ich hab keine. Guck mal, komm ich so rein. Das ist ja nett. Ja, ich glaube, den nehme ich sogar mit. Weil, warum soll ich jetzt noch. Obwohl, wir haben keine Bomben, ne? Ah, oh, Mann. Also, ja, es ist klar, es ist ja auch ein ganz anderes Prinzip, also braucht man ja auch gar nicht vergleichen, ist ja klar. Dann ist halt Minecraft, ne? Ich nehme den jetzt mal noch mit, vielleicht sind hier ja noch, ich will noch Small Rock. Er hat wahrscheinlich AA, AAA gemeint, schätze ich mal, ne? Oder auch wirklich Assassin's Creed, okay. Was machst du denn da? Kein Problem. Der Inkubus macht die alleine kalt. Muss ich gar nichts machen. Wir haben halt keine Bomben, sonst hätte ich gesagt, wir nehmen. Ich muss aber den Card Generator mitnehmen. Ich habe so viel Münzen, ich brauche eigentlich keine Münzen mehr. Ich würde gerne noch einmal irgendwie so ein. Hi Moses. Das Streak wurde heute schon wieder beendet. Aber ich stehe jetzt schon wieder am Laufen. 2 von 46. Nein! Ich hole mir gleich noch. Ich will nur wissen, ob ich nicht hier das noch irgendwie gebrauchen kann. Nee, kann ich anscheinend nicht. Oh, den Shop müssen wir auch noch suchen. Ja, die Tiere sind halt noch ein bisschen lame. Ansonsten ist alles gut. Ansonsten Bombenrun. Aber die Tiere selbst sind halt einfach noch ein bisschen lame. Hier? Vielleicht können wir es hier nutzen. Nein, auch nicht. Shop, bitte. Shop, bitte, danke. Oh, guck mal. Ja. Ah, Gottes Willen. IHMM 5 Monate schon. RLY_gingjafix.d. Danke. Hast du vorher auch schon für 24,99 gehabt? Falls nicht, nochmal, ne? Dann dreimal danke. Weiter? Ja, danke. Ja, ne? Fast scharf. Ich sag's dir immer wieder, ne? Weißt du ja. Danke, danke, danke. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Siehst du? Ja, dann hier. Respekt, dankeschön. Gib dir noch ein bisschen was auf für den Stream am Samstag. Wird dir Zeit zum Upgraden. Das ist deine Entscheidung. Da sage ich nichts dazu. Okay, jetzt müssen wir das eh hier mitnehmen.
24,99. Das, was man bei mir überhaupt macht, ich verstehe das gar nicht. Ich freue mich drüber, aber ich verstehe es nicht. Bis 14 Uhr. Das ist doch gar kein Problem. Da fangen wir erst an. Ach, ich bin so blöd. Da ist ja noch nicht mal, 14 Uhr habe ich da noch nicht mal Dingenskirchen durchgespielt hier. Pony Island, ne? Okay. Oh, noch besser. Oh, jetzt wäre geil, wenn jetzt was Cooles kommt. Dann kann ich es hier schon verdoppeln. Das wäre natürlich optimal. Succubus oder sowas. Ne, Inkubus bitte. Inkubus, Inkubus, Inkubus. Alter. Ah. Sicher vorbei, ja, sicherlich. Freue ich mich. So, was haben wir hier? Ach, Mensch. Was soll das denn? Na. Ein T-Wessel bringt ja auch nichts in dem Moment, ne? Aber wir finden auch ein gutes Item, was wir verdoppeln können. Muss einfach, ne? Daran ist ja langweilig. Polplopia, richtig. Ist aber echt oft so mit dem Item, ne? Kommt nichts mehr. Wie wenn es gescriptet ist. Wäre. Ja, ich mache, weil ich 666 Follower den letzten erreicht habe. Ja, gibt auf meinem YouTube-Kanal auch ein Bild. Ich habe immer noch kein Dings hier gemacht. Muss ich mal machen. Ja. Ja, klar. Geht 12 Uhr los, geht bis nachts irgendwann. Hi, Joe. Grüß dich. Alle Spenden werden weitergespendet von mir. 100% und ja, wir spielen einfach diverse Spiele, ne? Unter anderem auch Golfit, wenn ihr Bock habt mitzuspielen. Einfach ein bisschen Spaß haben. Ist so klar. Warte mal, ich könnte echt mal kurz. Weil das fragen ja doch öfters mal Leute jetzt. Das ist schnell gemacht. Weil als Timer habe ich das Ganze schon eingerichtet. Kann ich schnell einen Command draus machen. Dann können meine Leute hier einfach Commands plus 666 nennen wir das einfach. Everybody kann das machen. Und was passiert am Samstag. Zeichen. Klick, klick, klick. Den Link. So, zack. Ah, jetzt müssen wir den noch als General machen hier. Zack. General, zack. Jetzt da drin. Gucken wir mal, ob es geht. Shirox Rollerboy, danke für den Follow. Hier, zack. Also, wenn es euch interessiert, da könnt ihr einfach draufklicken. Da ist mein Video dazu auf meinem YouTube-Kanal. Den könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, da erfahrt ihr alles, was da so genau abgeht. Komm, jedes HP ist wichtig. Wir haben nur, jetzt muss man sagen, mittlerweile, wir haben nur 3,
9,9 Damage bei einer 11er Tier-Rate. Das ist nicht gut, ne? Das ist halt nicht gut. Alles außenrum stimmt, aber die Tiers sind halt das Problem, ne? Irgendwann wird das dann ein größeres Problem. Hab sofort Werbung gemacht, als ich das letztens gesehen. Und das ist nett von dir, René. Ja, ich hab mir das... Okay. Nice. So viel zum Damage. Ich hab mir das überlegt, ob ich das als Spendenstream machen soll oder nicht. Aber das ja, da ja wahrscheinlich an dem Tag, weil das ja was Spezielles ist. Und man kennt ja die Leute im Stream. Die spenden ja eh schon gerne und subscriben und so. Und da Leute dann... Guck mal, das war nett. Da habe ich gedacht, da das ja ein Stream sein soll, in dem ich mich eigentlich dafür bedanke, dass so viele Leute gefollowt haben, wäre es ja Blödsinn, wenn ich mich daran dann bereichere. Also das wäre dumm, einfach nur. Oh, Catacombs 2. Ja, dann nehmen wir das noch mit, oder? Wenn ich das doppelt mitgenommen hätte, wären dann da 4 Items gewesen. Wenn ich das jetzt mit Diplopia oder wie das heißt hier, die Obergrenze für was? Zum Spenden? Keine Ahnung, gibt keine Obergrenze. Warum soll es eine Obergrenze geben? Hast du Angst, dass ich am Montag noch sitze oder was? Das nehmen wir auch mit, Double Charge, mal gucken, was passiert. Zählt das für Diplopia oder wie das Ding da heißt? Nein, ich habe vorhin schon gesagt, ich überlege mir eh, ich kenne euch ja. Und ich habe keine Lust, ewig zu sitzen. Also ist vielleicht eine Minute pro Euro ist ein bisschen übertrieben, ne? Mal gucken. Hätte ich schon verdoppeln können, ne? Naja, so haben wir es noch. Ich weiß schon, warum ich das nicht gemacht habe mit Verlängern. Er ist sich lustig geworden. Nein, ein bisschen Verlänger ist ja kein Problem. Es ist ja nur bis 12 angesetzt. Ich spiele ja eh Resident Evil erst so ab 11 oder so, ne? Und dementsprechend geht dann halt Resident Evil länger. Wenn es mir Spaß macht, natürlich. Wenn es mir Spaß macht. So. Ja, geh in meine Scheiße rein. Mein Blut ist keine Scheiße, es ist Blut. Nice. Devil Deal, please. Nein. Brauchst du nicht verlängern, ne? Verdoppeln, nicht verlängern. Nicht ganz beim Verlängern. Gobi hat keine hinzugefügt bisher leider. Was denn? Ach, die BTT-Emotes? Nee, leider noch nicht. Resident Evil geht aber planmäßig schon so oder so bis Ende. Was meinst du bis Ende? Dass ich es durchspiele? Wenn es mir Spaß macht, ja. Aber ob ich es an dem Tag durchspiele, kommt halt drauf an. Ne? Weil nach 12 Stunden ist ein knapp 40-jähriger Mann wie ich wahrscheinlich irgendwann müde. Und dann kommt ja noch das, was gezahlt wurde, obendrauf an Zeit. Und dann gucken wir mal. Grundsätzlich geht es aber schon bis Ende. Ja. Wie füge ich denn die bei der Twitch TV Emotes hinzu? Ich habe mich da noch überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Ist das nur ein Button drücken, dass ich die zulasse oder was? Ich weiß, René hat mir das schon geschrieben, dass ich mir da auch noch Emotes machen kann, aber... Aua! Wäre auch für meine Leute cool, ne?
Ja, das ist Resident Evil 1 und das ist Blind. Ja, das ist die Remastered-Version von Resident Evil 1 und ist Blind. Ich habe auch überlegt, 7, aber 7 habe ich jetzt halt schon sowohl bei Gronkh teilweise geguckt, als auch bei Reni teilweise geguckt. Und, ja, das hat dann keinen Sinn mehr, ne? Und dann habe ich gesehen, es gibt den 1er Remastered. Da ich eine sehr schreckhafte Natur bin, ist das, glaube ich, für mich ganz gut, weil ich denke mal, dass ich, auch wenn es remastered ist, schon so alt, dass man jetzt da nicht unbedingt so oft erschreckt. Hoffe ich zumindest. Warum habe ich eigentlich Polyphemus nicht verdoppelt, ich Dödel? Dummer kann man ja eigentlich nicht sein, ne? Fällt mir gerade ein. Oder Proptosis. Weiß nicht, welche das ist. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Ich weiß bei beiden, was es bewirkt, aber wie der Name ist, ich kann die zwei nicht auseinanderhalten. Den Link zur Seite habe ich dir gesehen. Ja, das weiß ich. Ohne Premium kannst du bis zu 5 auf deinem Channel hinzufügen. Oh, cool. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles klar, Flasher. Vielleicht, wenn du Bock hast, morgen auf Resident Evil. Auf Dark Souls, ansonsten bis Samstag, ne? Guck mal rein. Wird bestimmt lustig. Polyphemus, okay. Danke. Das wird sich dann vermutlich ja nicht ausgehen. Gibt ja 2 Speedruns-Trophäen und die schnellere geht auf 3 Stunden. Ja, das wird sich nicht ausgehen. Aber wie gesagt, wenn es Spaß macht, dann kann ich es auch weiterspielen. Dark Souls haben wir ja fast durch, ne? Und das ist ja dann so ein Projekt, was man zwischendurch einfach mal spielen kann. Ja gut, bei Resident Evil 7 würde ich mich jetzt nicht mehr einscheißen, weil das, kenne ich jetzt halt schon, ne? Ja, hey Marc. Und dann machen wir mal. So, wir haben ja noch dieses Trinket. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, ob so das Resident Evil 1, ob das Horror ist. Also, ich habe keinen Plan, ob das mir schon zu viel Horror ist oder nicht. Wir werden es sehen, ne? Ah! Auf. Bisschen aufpassen, Gorb. Muss ja nicht sein. Ist ja toll, dass ich jetzt meine Bomben weggeschmissen habe. Ha! Scheiß im Schlaf, ne? Das ist Step 1. Shop. Klingt noch. Warte, bis heute nicht durchgespielt? Resident Evil 7 oder 1? Das machen. Wissen, was da drin ist. Ich voll Münzen. Perfekt. Oh, er zielt gut, der junge Mann. Da haben wir nochmal so eine Reroll-Maschine drin. Hier ist halt auch nichts, ne, zum Rerollen. Hier ist halt auch nur Käse. Zweimal Luck ab, yeah. Das brauche ich beides nicht. Will's gar nicht.
Ach, ich habe das gar nicht gesehen, Xerox. Entschuldigung. Du meinst, wären die dann noch größer, wenn ich es doppelt genommen hätte? Ich glaube nicht. Größer nicht. Der Effekt bleibt wahrscheinlich nur einfach. Schätze ich mal. Aber es wäre wahrscheinlich halt doppelter Damage gewesen. Den hätte ich halt doppelt bekommen. Broken Moses. Broken Modem ist ganz schlecht. Also das einzige neue Item, was sie zugemacht haben, was ganz übel ist. Schnauze? Warum? Hat dem Moses was kaputt gemacht oder was? Ah. Bringt Kohle verdoppeln was? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Moses, hast du gestreamt und dann? Komm, erzähl. Ich glaube, Kohle verdoppelt bringt auch nichts, oder? Weil das macht es ja nur, damit ich auf mehr Range mehr Damage mache. Ich glaube nicht, dass ich auf dann mehr Range noch mehr Damage mache. Nee. Machen wir nicht. Es ist vollkommen wurscht, welches, ne? Soll ich da oben noch reingehen? Müsste ich ja eigentlich, ne? Naja, ich habe zu wenig Herzchen. Wollte ich eigentlich einen schnellen Run machen. Jetzt doch wieder ein bisschen länger. Oh, was haben wir hier? Würfelraum? Nein. Okay, das ist nett. Proof Diamonds, ja. Langsam könnten wir mal das Trinket ablegen. Ja, das brauche ich nimmer jetzt. Ja, 17 Damage. Nett. T-Rex ist bei 11 geblieben. Das ist das Coole. Machen wir, oder? Oh! Scheiße. Das war dumm. Die habe ich null gesehen, die Trollbombe. Das Broken Modem ist nur auf PC so geheimnisvoll erst freizuschalten. Darüber habe ich mich vor Broken Gapping More geärgert. Ach so, okay. Echt so ätzend freizuschalten? Oh Gott. So, jetzt müsste aber trotzdem mal was Schönes kommen. Zumindest ein paar Herzchen könnte ich jetzt irgendwie vertragen. Ja, wer schaut denn da vorbei? Ach, danke, Streamwuffel und hi. Servus und gute Nacht, alles klar. Wünsche dir auch, bye bye. Bis Samstag, habe ich gehört. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert vorhin. So ist es. Ja, wünsche dir auch eine erholsame Nacht, Fast Jump. Und auch bis Samstag spätestens, ne? Alter, diese Ablenk, das ist die schlimmste Kombi bei so einem, oder das Schlimmste, was die Special haben können. Ich würde eigentlich gerne noch so ein Herzen haben. Ich habe jetzt keinen Bock, mein Devil Beam zu riskieren. Komm, gib mir irgendwas Schönes. Nee.
ja, ne. Okay. Hier können leider keine Herzen drin sein. Das wäre aber auch zu OP. Diese Special Mobs halten schon viel aus. Also der Champion Spell, den muss man sich echt gut überlegen, ob man den mitnimmt. Merke ich jedes Mal wieder. Das ist eine Ace-Off-Karte, ne? Ich überlege, ob ich mich zurückporten könnte. Komm, wir machen es einfach, ne? Ich werde halt bei Mom gerne mal getroffen. Und wenn sie von oben runterkommt, weil da. Ich höre das Geräusch manchmal einfach nicht. Weil ich zu konzentriert auf die Umgebung bin und mir nicht den Sound anhöre oder gerade laber mit euch oder so. Seht ihr, was ich meine? Okay. Bekommen keinen. Scheiße. Schade. Okay. Ach, immer. Hat sich doch gerade noch so ergeben. Oh. Dann können wir die Schaufel mitnehmen. Das ist doch super. Das jetzt aber auch gerade so ein Ding sein muss, ne? Eine Joker-Karte. Was willst du machen? Okay. Trotzdem nur 4 Herzchen, ne? Warum nimmt jeder nur das Positive Polaroid mit? Isaac's Lamp. Ja, weil es schwerer ist. Wenn du streakst, musst du ja bis zum Schluss durch, ne? Entweder bis in die Chest oder bis ins Dingenskirchen. Und es ist definitiv schwerer, in den Darkroom zu gehen und dort zu bestehen. Da du deine Streaker nicht verlieren willst. Nimmst halt das mit. Bei normalen Runs nicht. Werde mich dann auch mal gegen Bett bewegen. Noch viel Erfolg und gute Nacht. Wünsche dir auch, Joe. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Eieieiei. Ja, kein Problem. Deswegen macht man halt auch nicht Mega-Satan. Ne? Wenn du normale Runs machst, sicher. Dann egal. Dann just for fun, dann nimmst du halt auch alle Items mit und dann passt das schon. Echt. Waren das alles Sackgassen da rum? Ich habe schon keinen Überblick mehr. Auch schon oben rechts war ich, glaube ich, sondern noch nicht. Wobei, Marc. Zum nächsten Mal. Dir auch eine gute Nacht. Bei Dave Buff, nee. Naja, vielleicht mal zufällig, aber sagt mir jetzt überhaupt nichts. Aber danke für den Follow. Oh, noch eine Joker, cool. Ich will die Joker mitnehmen, auf die Suns verzichten, ne? Ah, Laser war das. Oder wenn man Markt und Ipecake hat, dann sollte man auch Mega-Satan machen. Ja. Das hält er mir noch in 10 Jahren vor. Oh Gott, das sind die neuen, ne? Die kenne ich noch überhaupt nicht. Wir machen das anders.
Legen wir die Joker-Karte hier in die Richtung und dann nehmen wir erst noch The Sun, falls es knapp wird. Na, dann kann ich mich nochmal voll heilen. Viele in seinem Chat sagen immer, dass DH voll, dass du voll gut bist. Oh, das ist aber nett. Das will ich gerne. Stimmt aber auch. Nein, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, nicht schlecht. Ja, aber ich mach noch zu viele kleine, unnötige Fehler, die oft daraus resultieren, dass ich einfach nicht aufmerksam genug bin, ja. So. Nein! Voll gut ist, keine Ahnung, Holly. Ja, Holly ist schon gut. An deutschen Isaac-Streamern. Ist schon gut. Ist schon gut, ja. Oh, ich will jetzt nicht früher schon was nehmen. Das ist schon stark verbessert, wenn ich zurückdenke vor ein paar Monaten und sage, da sah das noch an. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Oh, Double Gertie. Double Gertie ist gar nicht so einfach. Ah, es geht. Ich habe gedacht, es wird schwerer. Ich hab gedacht, seine Schüsse kreuzen sich. Ich kann nicht ausweichen. Wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Okay. Wollte ich schon überlegen auch. Schau ihm auch öfters zu. Das Ding ist nur, dass er weniger. Ja, das kann er halt klar, wenn so viele, manchmal sogar 1000 Leute im Chat sind. Na, das ist logisch. Kann er einfach nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da oben Dingskirchen ist, aber es bringt mir eh nichts, ne? René Mafian hat es nochmal geschickt, oder was? Falls du von meinen welche hinzufügen magst. Oh, cool. Danke, René. Mir eben ist aufgefallen. 3 Herzen hatte ich, ne? Muss ich mir merken, damit ich die Sun rechtzeitig zünde, falls was kommt. 3 von und 5 kann ich nehmen. Dreieinhalb. Oh, nett. Aber zum Glück eine Bombe. Ach, da unten kann ich sogar noch holen. Okay, 4,5. Bringen wir das auch noch auf. Okay, 5, 6 Herzen haben wir jetzt. Oh, nochmal das Sun. Ja, komm, dann setzen wir eine ein. Und da oben war noch eine Kiste. Ah. Wo muss denn hin? Guck mal, ist gar nicht so weit. Cool. Ja, ich sollte mir nicht wirklich Gedanken machen bei diesem Run, ne? Dass es nichts wird, weil wir haben Monster-Tiers. Um nicht zu sagen Megatiers. Oh, ist ja was schlecht. So. Wir müssen auch einfach runtergraben. Aber wir müssen aufpassen mit der Shovel. Wir können uns nachher nicht runtergraben. Wenn wir uns jetzt runtergraben, ist schlecht, ne? Dann kommen wir, glaube ich, in Joel raus. Meine ich. Na? Weil der registriert das nicht, der geht einfach immer nur nach unten, ne? Und die Hölle ist halt unten. Und ganz sprachlich. ja, ich zocke immer Isaac konstant, Montag, Dienstag und manchmal am Wochenende. Und momentan zocke ich Mittwoch, Donnerstags und manchmal auch am Wochenende Dark Souls.
2. Aber das variiert dann immer, was ich halt als zweites Spiel neben Dings zocke, neben Isaac. Das ist immer eigentlich irgendwie ein storylastiges Spiel, beziehungsweise halt ein Spiel, was man irgendwie durchspielen kann. Ja. Also kein Call of Duty oder sowas. Obwohl Singleplayer-Kampagne Call of Duty kann man auch durchspielen. Und wir kriegen nochmal einen Devil Deal mit Matt. Ich hatte 5 rote Herzchen. Dark Souls? Action-RPG. Würde ich es nennen. Ich weiß ja, ich kann es ja mal probieren. Ja. Aber das sieht... Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Aber mit der Schaufel kann man graben, ja. Ich würde eigentlich den gerne auslassen, weil unsere Tiere sind so gut. Ich würde das hier gerne mitnehmen. Und das hier. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe, weil ich nicht irgendwie gecheckt habe. Oh ja, wir haben eine Double Charge. Optimalst, ne? Da kennt einer Dark Souls noch nicht. Es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Action-RPG, nenne ich es mal. Schwierig ist auch falsch. Doch, es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. So, ich habe nur 3 Herzen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Dass ich nicht irgendwie sinnlos getroffen werde. Wir haben eine Pathrow, das ist doch nett. Durch 6 kriegen wir aber wahrscheinlich genug Batterien. Tut mir leid, sogar eher Spiele wie The Evil Within. Ja, aber ist ja nicht... Ja doch, ist schon anders als Dark Souls, klar. Ach, ich war ja noch gar nicht in Kathedrale. Nee, in Kathedrale geht's nimmer, da hast du recht, weil da bringt auch die Karte nix, ne? Wenn ich die use. Da hast du recht, ab da geht's, glaube ich, gar nimmer. Aber vorher wär's gegangen. Also jetzt eben, ne? Dann wäre ich halt in Shoal rausgekommen. Und nicht in der Kathedrale eben. Ab der Kathedrale geht's nimmer, das stimmt. Die Frage ist, ob es in Shoal geht, weil da geht es ja vom Prinzip noch eins runter in den Darkroom. Ja, ich will es gar nicht ausprobieren, nicht in der Streak. Okay, hoffentlich noch ein HP ab. Wäre cool. Um das Ganze ein bisschen abzusichern. Dankeschön. Ist halt krass, wenn die Megatiers jetzt halt noch Homing sind und Piercing, ne? Ist halt schon krass. Ich will noch 1-2 farmen. Sonst Isaac ist immer so, ah. Wenn das mit den Megatiers, dann sieht man seine kleinen Tiers nicht. Ist immer gefährlich. Ah, da können aber auch mal Batteries jetzt rauskommen. Noch 1-2 Herzchen wäre cool. Och Mensch. Das sind 2 Herzchen, ne? Toll. Den können wir jetzt mitnehmen. Pestilence ist super. Oh. Elgis. Was war noch hier? Was auf Clubs? Ne, nehmen wir die Elgis mit. Pass auf, dann machen wir jetzt mit der Elgis den Typen. Und holen uns danach die Sun wieder zurück.
Reicht gar nicht ganz wie der Elge, ist trotz 16, 17 Damage, ne? Ist schon krass. Ich muss weiter weg. Ich stelle mich auch nah dran. Ich bin so blöd, ne? Ich muss ja weiter weg. Ich brauche das ja viel mehr. Der Elch ist weg, oder? Ja. Ich habe ja Kohle mitgenommen vorhin. Oh. Das Witzige ist, wenn man Binding of Isaac Wrath of the Lamb, also noch die Flash-Version, ne? Mit Hex spielt und einstellt, dass immer ein Devil Deal kommt und dieser ein Holy Room ist und du It Lives Mom's Heart besiegt, hat man in der Falte im Holy Room, der zu Satan geht. Okay, siehst du, hab ich auch nicht gewusst. Aber nur, wenn man mit Cheat spielt, oder was? Ach, vier Herzen ist immer kein gutes Polster, aber sollte passen. Ich habe leider das, ich habe dem letzten mir überlegt, das zu kaufen, weil es im Steam-Sale war. Ja, lustig, ne? Aber ich habe es da nicht gemacht, weil ich habe eh keine Zeit. Ich will jetzt nicht noch zusätzlich ein anderes Isaac spielen. Noch da? Klar, Nahu, hi. Aber nur noch kurz. Nur noch diese Ebene. Oh. Ah, das will ich eigentlich jetzt gar nicht loswerden. Da warten wir mal. Warte mal. Müssen wir noch irgendwo was bekommen? Dann nie ein Holy Room nach Moms Heart? Warum? Echt? Hab ich noch nie drauf geachtet. Das ist eine Bewandtnis, dass es das nicht gibt. Oh, jetzt sind es nur Items, die man so mitnehmen kann. Theoretisch möglich. Man hat ja vorher auch schon. Habt ihr den Lauf von den Dingern gesehen? Das ist so unfair manchmal. Ich weiß nicht, ob es geht oder nicht, aber mit Cheats ist es auf jeden Fall so. Ja, ich finde auch, ich habe das noch nie gemacht. Das macht vielleicht Sinn, wenn du das irgendwie deinen Zuschauern näher bringen willst oder so oder irgendwelche Item-Kombinationen selbst testen willst oder so. Dann bringt es vielleicht was. Oh, das so, jetzt haben wir es doch. Schon mal ganz gut. Was war das hier? Hagelers, oder? Ja. Hiervon will ich echt nichts eigentlich. Z-Bombs. Und das hier ist cool. Oh, wie sieht denn... Das wird ja eine Riesennadel dann sein. Sieht man die? Keine Ahnung. Z-Bombs ist auch... Oh, Z-Bombs ist schon cool, ne? Was sagen? Oh nein! Falsch gedrückt. Schon mächtig. Ja, Abel, lassen wir jetzt mal aus dem Spiel. Ja, ist auch cool. Aber jetzt nimmer eigentlich. Oh ja. Pencil. Und noch Poison, komm. Ich habe immer noch drei Herzchen, ne? Das ist halt... Aber wir machen jetzt halt schon... Gut, also, sollte schon machbar sein hier alles. Hatte ich hier aber eine Tour of Hearts noch rumliegen? Nein. War hier nicht irgendwo noch eine Tour of Hearts?
War doch noch eine Tour of Hearts, oder? Na, ich nehme das Buch wieder mit. Anscheinend war hier keine Tour of Hearts mehr. Enzus bringt's natürlich, super. Ja. Oh ja, da kam die Nidel geflogen gerade, habt ihr gesehen. Schon krass. Monsterspritze. Oh, der Tod. Fans. Vor diesen Leuten, die alle Items auswendig können, habe ich größten Respekt. Ich habe das Spiel erst seit Freitag, also Afterbirth Plus. Trotzdem würde ich das super gerne können. Ja, kann ich dir zeigen, warte. Hier, kannst du dir anklicken. E-Zigarette. Ohne Nikotin allerdings. Seit ein paar Wochen. Ja. Ich kenne auch nicht alle Items. Also die normalen Items, ja, fast alle, aber auch nicht mit den kompletten Sachen, die die können. Und Trinkets bin ich zum Beispiel ganz schlecht, ja. Trinkets bin ich ganz schlecht. AWAS. Ja, hier geht AWAS definitiv nicht mehr, ne? Ansos. Das können wir ja auch drücken. Ist wurscht. Okay, oh, das ging fix. Ja, der Daru kennt sich gut aus. Das stimmt. Ich sehe halt null, ne? Das ist halt jetzt das Problem hier. Oder auch nicht, wenn der Needle Shot trifft. Und oh, Joker. Guck mal, können wir noch reingehen. Okay, nett. Good. Schön. Das war ein schöner Run. 3 von 46. Cool. Keine Ahnung. Muss ich echt das Spiel mal kaufen. So, Leute.